Eine Linie okay, will er ziehen, hallo? Du weißt doch, das kannst du mit deinen Rapper-Kumpels machen. Eine Linie ziehen. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen, diese geile Falle. Daraus mache ich ein Video zu 100 Pro, die Roosie-Baby-Falle. Bruce, hörst du mich? Yes, ich höre dich. Hey, hört ihr seine geile, geile, tiefe Stimme von Roosie? Was hört geht ihn, wie geht es dir? Gut, gut. Bist du bereit? Bist du bereit, heute zum ersten Mal vor deinen Zuschauern hops genommen zu werden? Ein paar Mal mit Ansage und so. Von Roosie Baby. Bist du Roosie Baby? Yes, ich bin zumindest auf Leeches heiße ich so. Komm am Start. Der Perser gegen Grieche. Wir müssen diese 300 Film noch mal nachspielen jetzt hier, aber auf Schachebene. Das haben gerade ein paar Leute im Chat schon geschrieben. Also. Okay, geil. Das ist gut. Das ist gut. Ah, sehr geil. Roosie Baby, sehr schön. Ja, du hast 1600 auf Leeches, ist nicht schlecht. Nein, das ist aber, ich glaube, das ist aber, weil ich erst viermal gespielt habe. Ich glaube, die können mich noch nicht eindingsen, oder? Was hast du denn auf Leeches? Was hast du? Blitzen habe ich 2700 in Blitzen. Ich habe bereits aufgelegt. Ich spiele nur noch mit Leuten. lass mich in Ruhe, Alter. 2000, bitte, ey. Mach mich nicht runter von meinen Fans jetzt hier. Die zwei Fans, die ich noch habe, die verlassen mich gleich. Was? Wie sieht es denn überhaupt aus? So in der Hip-Hop-Szene, wird da überhaupt Schach gespielt so? Boah, irgendwelche Leute? Ne, ehrlich gesagt sehr wenig, sehr, sehr wenig. Ich dachte auch ganze Zeit lang, dass ich der Einzige, also ist ja so ein Perser-Ding, ne, es ist jetzt ein bisschen sogar tatsächlich ein bisschen so ein traditionelles Ding, mein Vater beigebracht, mein Großvater hat gespielt und so. Jetzt nicht, dass ich sehr gut bin oder so, einfach, man kriegt das einfach von zu Hause mit so und hab dann 100 Jahre auch nicht gespielt. Und das haben wir ja letztens am Telefon gesprochen, habe ich dir ja gesagt, plötzlich war das irgendwie im Lockdown, habe ich mir eine App runtergeholt und mit App konnte ich gar nicht spielen eigentlich, das ist total ungewohnt mit App, aber auf einmal wirklich ging das ab, auf einmal fragen mich Leute, von denen du nie gedacht hast, dass sie Schach spielen und plötzlich Hype ohne Ende, aber brauche ich dir ja nicht erzählen, du weißt das ja, war ja auch bei dir Hype ohne Ende. Aber in der Rap-Szene, zumindest ganz ehrlich, letztens hatten wir sogar bei Twitch mal den Talk so, die Leute haben gesagt, ey, lass doch mal ein Schachturnier versuchen mit den Rappern. Aber ich glaube, also gerne, lass mal gerne machen, wenn du dabei bist als so Experte, als Kommentator. Willst du mich verarschen, wäre ich sofort dabei, ey, was ist los? Ja. Ich kommentiere den Scheiß halt. Ne? Auf jeden Fall. Das wäre mega. Auf jeden Fall, lass machen. Sehr, sehr gerne. Es gab gern mal so ein Bild, ich bin nicht so, im Rap und Hip-Hop bin ich nicht so bewandert, aber es gab mal so ein Bild von Farid Bang und Shirin David, wo die Schach gespielt haben. Ja, das war eher so Spaß, es gab so einen Running Gag von einem anderen Rapper, genau, und dann hieß es, also es war ein Running Gag, ich glaube nicht, dass die beiden spielen. Aber da habe ich auch gedacht, eigentlich lustig, müsste man eigentlich machen. Ah, okay, also das war nur Show, meinst du, gestellt für Insta? Das war ein bisschen Spaß. Schade. Ja. Stell dir vor, Shirin David auf meinem Channel, Leute, wie ich hier Schach beibringe. Das wird der Hammer. tatsächlich lustig. Wäre eine lustige Angelegenheit. Aber Farid kennst du, ne? Ich meine, dass du mit dem schon häufiger was gemacht hast, ne? Klar. Das ist ein Freund von mir. Genau. Farid für die, jetzt für meinen Chat, für die, die ich nicht so gut kenne, weil ich meine, normalerweise Schach, die Leute hören jetzt auch nicht an Hip-Hop. Du bist ja im Hip-Hop-Bereich, bist ja, muss man sagen, schon eine Legende. Ne? Du machst ja seit Ewigkeiten. Dankeschön. Schon seit Ewigkeiten eine Show, ne? Du hast auch, glaube ich, Fernsehshow mal gehabt, auch eine Podcast, YouTube, ne? Die ganz Großen in dem Bereich hast du alle schon interviewt, oder nicht? Also ich war mal in Fernsehshows, eigentlich war jetzt keine eigene Fernsehshow gehabt, aber wie du weißt, wir funktionieren im Internet, Fernsehen ist tot, Gott sei Dank. Aber ja, also ich mache sehr, sehr lange dieses Hip-Hop-Ding, sehr, sehr lange. Ich bin der Bobby Fischer der Hip-Hop-Szene. Bobby Fischer in the house, wer das noch kennt. Mann, die Leute kennen doch nur noch Magnus. Geht mal weg. Ich bin Kasparov in the house. Mann, Bruder. Natürlich kenne ich Bobby. Hallo, Bobby Fischer ist eine Legende. Natürlich. Nein, deine Szene, ja. Heute in der Mainstream-Welt, was kennt man? Magnus halt von Twitter, aber man weiß ja gar nichts mehr. Kasparov ist bekannt. Kasparov, Karpov, Fischer, da sind die großen Namen. Das kennt auch. Ja, ich muss sagen, Kasparov zu der Zeit, als er den ersten Schachcomputer war, das war das Deep Blue 1 oder was? Ja.
als er den 90er, genau, Deep Blue. Genau, als er den besiegt hat, zu der Zeit hatte Schach einen Mini-Hype an meiner Schule. Und okay. Da gab es so Schach-AG und so, aber hielt auch nur ein Jahr. Aber dann, ja, als Kasparov gegen den zweiten oder dritte Version verloren hat, dann habe ich gesagt, Bruder, jetzt ist Schach vorbei. Jetzt ist jetzt auch vorbei. Jetzt kann mein Taschenrechner das auch. Aber ich muss sagen, lass mich nicht klugscheißen, aber ich sag dir eine Sache. Ja. Wirklich, der große Bobby Fischer hat mal eine Sache gesagt, zu der ich heute, wo ich bin wirklich kein guter Spieler, aber ich will nur sagen, ich spiele ein bisschen besser als letztes Jahr, durch auch deine Videos, no joke, durch deine ganzen Videos, so habe ich dich ja kennengelernt. Ich habe dann geguckt, ich verliere immer an derselben Stelle, warum? Oder ich verliere immer dieselbe Konstellation, verliere ich immer. Warum? Da habe ich mir deine Anfängersachen angeguckt, so diese Standard-Anfängerfehler, ne? Yeah, da habe ich mir das angeguckt und dann ist mir klar geworden, ich habe halt im Leben nie trainiert, sondern ich habe einfach nur gespielt. Also, kennst du, man spielt, aber man trainiert nicht. Man macht diese Puzzles nicht und so. Auf jeden Fall ist mir klar geworden, jetzt wo ich ein bisschen besser spiele, ist mir klar geworden, Bobby hatte immer recht. Der hat immer gesagt, er hasst Schach. Du weißt, am Ende seines Lebens hat er gesagt, ja, ich hasse Schach. Weil, wenn du über den Amateur-Level hinauskommst, dann ist es ja nur noch, wer kann sich die Muster am besten merken. Es ist ja überhaupt ein unkreatives Spiel. Es ist überhaupt nicht mehr, geil, hier noch eine Idee. Nein, merk dir die Basics und spiel das. Und wer kann sich die Muster besser, wer hat, wenn man heutzutage mit Magnus so einen Test macht, zum Beispiel, keine Ahnung, die zeigen, manchmal zeigen die dem Magnus irgend so ein Spielfeld mit so verschiedenen Figuren. Alte Partien. Genau, dann weiß er immer sofort, ach ja, das ist hier der Markus gegen den Stefan gewesen. Ja, das ist es, deswegen gewinnt er, weil Stefan. Du weißt doch, also weißt du, das ist ja keine, leider muss ich sagen, auf dem Amateur-Level, oder ich bin ja wahrscheinlich noch unter Amateur-Level, das macht das noch Spaß, da kannst du noch mal ein paar verrückte Züge machen und so, Spaß haben, auch mal einen Fehler durchgehen lassen, aber es auf einem guten Level, wo du bist, bist du eigentlich, darf man das fragen, mit allem Respekt, bist du Grandmaster schon, GM? Haben wir es hier mit GM einem bin ich nicht, GM ich bin international. Tut mir leid, ich hoffe, du gehst jetzt nicht direkt aus dem Spiel. Nein, was war? Internationaler Meister bin ich, bin der zweithöchste Titel. Aber ich bin natürlich der Großmeister der Herzen. Ich bin schon Spitzenspieler, also ich bin in der Weltrangliste. Ich wollte sagen, du bist ja schon. 1500 ist nichts Besonderes, aber 99,9% der Menschen, ich bin besser als 99,9% der Leute halt. Ne? Das erinnert mich an da gab es mal so ein Puzzle von Einstein und da stand da immer so drüber, 99% der Menschen können das nicht lösen. Das war dieses Einstein-Puzzle mit, dein Nachbar hat einen Fisch, der andere Nachbar raucht, der dritte Nachbar wohnt in einem roten Haus, bla bla bla. Und am Ende, in dem blauen Haus, wer wohnt da? Also irgendwie so ein Puzzle, so ein typisches Puzzle so von Einstein. Und habe ich auch schnell gelöst. Aber das war einfach nur, weil ich wusste, das ist nicht, weil ich so schlau bin, wusste, ey, muss nur eine Excel-Tabelle aufmachen. Dann einfach ankreuzen. Es ist nur der Weg. Scheiße, Mann, es ist nur der Weg. Der Weg ist das Ziel. Verdammt nochmal. Jetzt aber hier. Oh nein, ey, ich versuche nur das Intro lang zu halten, damit ich nicht gleich schon verliere. Alter, ich komme kaum noch nach, Alter. Ich weiß gar nicht mal, wer du bist, bei welchem Thema. Ey. Oh Mann, ich will nur nicht, dass du mich gleich so fertig machst hier. Aber ey, lass mich bloß ein paar Mal gewinnen. Also wirklich, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich zock immer am Handy. Aber ich gewöhne mir das jetzt an. Also keine Ausreden, los geht's. Okay, die 3+0 Partie, das ist natürlich wenig, bin gespannt. Gegen Gabi Bero. Ja, komm, ich greife mal direkt brutal an, mach mal hier so ein bisschen asozial. Ey, nicht pre-moven, warte. Achso, ja. Okay. Nee. Läufer raus. Trompowski-Attacke. Direkt brutal, aber ey, warte jetzt. Das machen wir schon. Aber schön erstmal Zentrum. Schön erstmal Zentrum hier. Ja, also ein bisschen. Ich habe alle deine Videos geguckt, Mann, ich weiß Bescheid. Schön Schach gegeben, ja sicher. Alle Videos, klar. Ja. Nein, alle nicht. Alle nicht. 600 Videos, leider, natürlich. Leider nicht alle, ja. Ah, dann wärst du echt groß, besser als ich, ey. Es gibt viele, die kennen dich im Chat jetzt so. Die wundern sich gerade, was macht denn der Roos hier? Was? Wie, was mache ich hier? Ich bin Dings, Schachexperte. Ja, nee, die wundern sich, dass du bei mir bist plötzlich im Chat, im Bild zu sehen bist. Ich will die Ehre der Perser von 300 zurückholen erstmal hier. Ach stimmt, das war ja die Spartaner gegen die Perser. Ja sicher. Stimmt. Die Spartaner haben damals die Perser an den Thermopylen zurückgewiesen. Ne? Ja, ganz kurz nur. Also ja, den Krieg den haben wir gewonnen, aber ihr habt ja auf jeden Fall den Tag da. Lass mal eben schauen. Spiel mal deine Partie da, Bruce.
Ja, ach, das mal hier schon. Turma 4 war nicht ganz so gut, aber egal. Nee. Ja, oh, jetzt sehe ich das, aber gib keine Tipps, scheiße. Der hört mich doch gar nicht. Ja, oh, der hat es auch nicht gesehen, geil, der hat es auch nicht gesehen. Der kann ja immer noch spielen. Na, schnell weg da. Dann zieh mal den Turm wieder weg da. Ich mach mal, glaube ich. Der Turm ist der mit den drei Zacken, genau. Ja. Gar nicht so schlecht. So. Ich bin überrascht. Das ist gar nicht so schlecht, Chat. Das ist gar nicht so schlecht. Hallo. Hallo. Wie gar nicht so schlecht. Wie, was ist los? Das ist schon alles gut hier. Ja, aber ich kann nichts machen. Ja, du aber auch nicht. Was ist das denn für ein Zug? Hab ich mir auch gerade gedacht, scheiße. Was will er jetzt von mir? Ja, er hat den Baum weggenommen. Greift deinen Turm an. Oh nein. Die Zeit. Was machen jetzt? Ich weiß es nicht. Na, Dingens, ey. Das sieht nicht gut aus. Ja, das stimmt. Sieht nicht gut aus. Ja, beide 1,30. Vielleicht gewinnst du das auf Zeit irgendwie. Ich muss auf Zeit gewinnen. Ich muss jetzt taktisch. Ist aber wenig Figuren auf dem Brett, ne? Ach, das gewinne ich schon alles hier. Er will deinen Läufer nicht haben. Ja, das ist gut. Darf ich ihm einen Tipp geben, Leute? Darf ich ihm einen Tipp geben? Vor allem komme ich da auch gar nicht mehr raus. Ich gebe dir einen Tipp. Mach mal G3. G3. Dafür muss ich erstmal gucken, was G3 ist. Das du meinst ist der Bauer. Du meinst so? Ein vor. Nee. G2, G3. So, den Rest musst du selbst machen, ich sag nichts mehr. Mach doch keine. Ja, gib mir keinen Tipp. Aber warum nimmt er den Läufer nicht? Der checkt's nicht, ja? Ja, den Läufer kann er die ganze Zeit nehmen. Ich weiß nicht, warum er den nicht nimmt. Ich weiß. Ich brauch Platz. Das geht jetzt alles. Jetzt alleine. Jetzt bist du alleine. Boah, der war echt gut, der Tipp. Aber ich. Ich weiß. Das ist so Mini, da Profi. Sind so diese Mini-Tipps, da sind diese Pros. Ja, sehr. Aber jetzt muss ich. Aber was mache ich jetzt? Komm, ich versuch mal so. Ja. Oh nein. Komm schon. Mach keinen Ärger. Wo ist der denn? Was hat er gemacht? Den Bauern vorgezogen. Soll ich so? Ah, scheiß drauf, ich mach so. Oh! Oh! Was mach ich denn jetzt? Oh! Oh! Vorsicht, er holt sich eine Dame vielleicht, muss aufpassen. Ich sehe schon. Ja, komm, Turm zurück. Ich muss so, ja. Ja. Letzte Hilfe, Chat. Ja, danke auf jeden Fall. Ja, warte. Er muss jetzt denn hier, ne? Weil. Ah. Boah, ich glaub's nicht. 20 Sekunden. Oh, ich schaff das schon. Komm, mach keinen. Vor allen Dingen, das ist 3 Minuten, Leute, ne? Das waren nur 3 Minuten. Das ist ein bisschen. Oh mein Gott, ey, voll der schlechte Move gerade. Okay, alles war schlecht. Ja. Nö, alles okay. Schnell weg hier, schnell. Das Problem ist, ihr habt keine Zeit mehr, ne? Jetzt wird wahrscheinlich auch noch auf Zeit gewinnen gleich. Ja, ich muss auf Zeit gewinnen, Freunde. Freunde, das ist das Einzige, was ich kann, auf Zeit gewinnen, ihr wisst. Ich muss auf Zeit gewinnen. Okay, ich mache einen Querangriff. Was willst du, Bro? Was willst du? Das geht nicht, Freunde. Das machen wir nicht mit. Oh, nice. Schöner Pre-Move. Er macht Pre-Move die ganze Zeit. Merkt ihr, also er macht mal Pre-Move, ne? Weil es ja, hart. Das Einzige, was ich kann, auf Dings gewinnen, auf Zeit. Aber ich kann mit Maus nicht so gut. Nein. Ey, mit Maus doch viel einfacher als mit Finger. Zieh. König. König weg. Pre-Move. Einfach Pre-Move. Weglaufen. Ja, klar. Weglaufen. Oh nein, geh doch, Alter. Das ist Zeit verloren. Ja, schau mal, ne? Also, ey, danke für das Spiel, war das Garin Pairo. Danke für das Spiel. Also, falls du mich hörst. Das Ding ist, diese letzte Sekunde, wo ich jetzt verloren habe, wirklich, das hängt wirklich damit zusammen mit dieser Scheiß. Übrigens spiele ich gar nicht mit der Maus, sondern mit diesem Dings-Taste hier. Mit dem Mauspad. Ja, leider, weil die Maus spinnt. Denk an die goldenen Regeln: alle Figuren ins Spiel bringen. Und die Rochade. Du hast gesagt, entwickeln. Ja, machst du gerade nicht. Du spielst nur Bauernzüge. Aber das ist. Oder, ich bin nicht von gestern. Das ist alles easy. Das ist alles Planung hier. Nein, entspannt. Ich weiß. Der hat nämlich ziemlich schnell die Rochade gemacht. Das ist wieder so ein Schüler von dir, ey. Nein, ist er nicht. Du spielst auch zu schnell hier. Egal. Ah, leider der Springer da. H6. Ah, der Springer. Der steht da nicht gut. Rosie. Ja, ich sehe es schon. Aber alles gut, entspannt, machen wir mal so. Wie? Gehen wir mal ein bisschen auf. Ja, was macht denn der Jeremix da? Ja, Angst vor mir. Hä? Aber okay. Hätte ich auch. Da hat er geblandert. Hättest du keine Angst vor mir? Ich bin Dings, Rosie Baby. Standard.
Okay. Oh, das war wirklich, muss ich zugeben, natürlich voll Glück hier, dass er das nicht, dass er noch ein bisschen schlechter spielt als ich. Ja, er hat das übersehen, er hatte was jetzt übersehen. Jetzt macht er da Platz, das ist angenehm, aber guck mal, George, was sagst du zu dem Move? Mega Move. Der kann da nicht durch. I got you. Die Frage ist allerdings, was du jetzt planst gleich. Ja, ich plane hier so einen ätherischen. Ich mache ätherische Öle jetzt kurz. Was laberst du da? Was für ätherische Öle? Ayurveda-Schach oder was? Ja, es ist Planung. Bruder. Schön Massage hier. Ich geh da mit der Dame runter, aber das wird auch nicht so einfach. Dieser scheiß Läufer, der macht natürlich so kreuz und quer alles. Okay. Normalerweise wollte ich mit der Dame runter so hier, aber ist nicht so einfach. Deswegen Brutalo hier. Oh mein Gott, der war gut. Jetzt aber. Oh, Langochal ist auch gut. Jetzt macht er da natürlich zu gleich. Ich glaube, ich gehe schon mal hier hin, damit er nicht so krass zumachen kann. Oh, brutal, Bruder. Nicer Move. Ja, ich hab gedacht, Baby. Nicer Move. Der kann mit den Bauern nicht dicht machen, weißt du? Ja, jetzt muss Jeremy einen guten Zug finden. Hat er gefunden. Obwohl, ja, das ist schon der beste Move. Ich muss mich nur beeilen jetzt, hier, bevor er da die dicht macht. Jetzt muss ich mal einen machen. Hätte er den Chat einen früher gemacht, dann wäre hier schon. Oh Mann, das ist gut. Was macht er? Oh. Ich hab, was soll ich machen? Ja. Ja, okay, das ist richtig kacke. Ja, aber jetzt kommt die Bauerngabel. Ja, jetzt ist es richtig kacke. Das ist richtig gut. Den Läufer hättest du nicht wegziehen dürfen. Ja. Aber gut, du bist schon mal zurückgekommen. Vielleicht auch jetzt. Mal gucken. Wenn er den nimmt, bin ich wieder da, wo ich war. Jetzt habe ich wieder hier den Zug, genau wie ich es haben wollte vorher. Ich hoffe nur, dass er macht er sich zu. Aber dann habe ich ja meinen hier. Wenn du siehst. Ich glaube, du hast die richtige Idee, aber er lässt das nicht zu. Er lässt das nicht zu. Ja, das ist klar. Aber ich greife schon mal durch. Warte mal eben. Ein bisschen asozial angreifen hier. Das ist gar nicht so blöd, wenn du die Türme ein bisschen. Ja, das habe ich vor. Ja, ich habe vor, ein bisschen hier Druck zu machen mit den beiden Türmen. Und ich muss hier gucken. Ich verstehe auch nicht, warum der seine Dame gar nicht ins Spiel bringt, aber okay. Soll mir egal sein. Auf Profiniveau, Profiniveau ist das schon längst gelaufen hier. Ja, auf Profiniveau. Ja, wir sind hier auf Twitch-Niveau. Das stimmt. Warte mal, ey, das ist jetzt richtig albern hier. Ich komme da nicht raus mit dem Läufer, kann ich ja nichts machen. Okay, komm. Richtig asozial. Soll er machen. Ja, mach ruhig. Alles gut. Ja, mach ruhig. Ist nicht schlecht. Warte mal, er kommt. So, bam, jetzt ist natürlich blöd, dann kommt der so. Wenn ich jetzt weggehe, dann nimmt der das Ding und dann. Ja, genau. Schön weggelaufen, sehr gut. Weg mit dem König. Ja, aber wenn ich da hinlaufe, ist doch direkt matt, Alter. Sehr gut, hast du gesehen. Rusi Baby, doch, ja. Bombe. Bruder, ich riech das doch. Hallo, Leonidas hier am Start. Leonidas, wie hieß nochmal der sein Opponent damals hier in dem Film? Im Film heißt er Xerxes. Ja, Xerxes ist aber die griechische Aussprache, okay. Die europäische. Die Perser sagen Khashaya. Khashi, genau. Hat einen weggehascht hier. Komm jetzt hier. Ja, ist nur ein Schach leider. Ja, da steht ein Läufer. Ja. Perfekte Opferorgie hier von Khashaya. Hallo? Er ist brutal, Bruder. Was macht denn der Gegner? Da weiß ich nicht. Was macht denn der Gegner? Der kriegt da richtig Angst, so wie er spielt. Ja, Standard, ich bin Boss. Bitte geh nochmal da runter. Ah, scheiße, ey. Das wäre nice. Das wäre matt gewesen. Ja, das wäre matt. Aber das war unnötig, was der Gegner gemacht hat. Egal, nicht die Damen tauschen, kleiner Tipp. Ja, würde ich, ich muss, ich, ja, das will ich nicht machen. Ich habe zu wenig Figuren, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, was kannst du mit der Dame machen, Rosi? Ja, so einfach. Genau. Ja, ich muss ein bisschen Druck machen. Oh, ist gut. Ja, warum macht Komm, den Turm runter. Ja, alles gut. Nach H7. Aber. Alles gut. Entspannt. Erstmal hier Platz gemacht, damit, falls er kommt, bing, bang, bung. Und aber du hast einzige Move, den ich machen kann. Wir müssen auf jeden Fall Schachturnier machen. Leute, macht euch ready. Schachturnier. Ich hole Rappers am Start, ihr holt die Schachbürgermeister am Start.
geh mit der Dame weg, dann ist Schachmatt, Bruder. Ja, das wird er nicht machen. Das wird er nicht ja, machen. Ja, manchmal macht man, wenn man nervös ist. Ja, Jeremy ist ja jung. Ist, ja. Oh. Ja, ich sehe schon. Okay. Weißt du was? Schach, Bruder. Er kann jetzt Dings, ne? Hier. Turm oder was? So. Kann nur noch Turm ziehen, oder? Sehe ich das richtig? Komm, Brudi. Er gibt auf. Nein, warum? Scheiße. Es ist matt. Hier so. Ja, wer matt direkt, ne? Turm hoch und dann bam. Alles klar. Yes! Ja, Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, Mann. Alter, Lux. Der Motherfucking House. Jeremy, was machst du denn da? Leute, so sieht's aus. Glückwunsch. Erster Sieg. Ja. Ja, aber hier, gerade hier macht doch gar keinen Sinn, oder? Hier rechts. Natürlich macht es Sinn nach rechts. König zwei Felder nach rechts und gut ist. Ja, weil ich habe gedacht, weil der ja nach rechts gezogen ist oben, also aus meinem Bild aus, dann kann ich hier so eine geile Linie ziehen. Nach Nein, was für eine Linie, Alter. Aber siehst du, das sind die Basic, ja, das sind diese Basic-Fehler, die ich immer mache. Eine Linie okay, will er ziehen, hallo? Du weißt doch, was kannst du mit deinen Rapper-Kumpels machen? Eine Linie ziehen. Okay. Er will eine Linie ziehen. Er denkt direkt an solche Linien. Was mal, denn, du bist was, ganz schön Gangster, Alter. Was denn sonst? Du hast doch Dogs of Berlin mitgemacht, habe ich gelesen. Ja? Da wurde wahrscheinlich nur Linien gezogen am Set. Hör doch auf, ey. Nein. Mein Bruder hat damit gespielt. Ich habe also eine unwesentliche Rolle gespielt. Dein Bruder hat damit gespielt? Ja, mein Bruder hat eine der Hauptrollen gespielt. Ja. Hast du das mal je gesehen? Ich habe Dogs of Berlin gesehen auf Netflix, aber da kannte ich deinen Bruder noch nicht, deswegen. Ja, der Hakan Tarek Amir, der Big Boss, das ist mein Bruder gewesen. Kein Scheiß, echt? Ja. Hast du mehrere Brüder? Ja, ich habe zwei Brüder. Ach so. Das ist ja richtig klischeehaft, da hole ich meine Brüder. Ne? Ja, das habe ich, so läuft das auch. Aber was macht der denn da? Also, hä? Er tauscht. Muss erstmal tauschen. Ja, klar. Ich habe nur überlegt, ob da noch ein Trick ist irgendwo. Nein, nicht zu viel Credit geben den Leuten. Ja, TI 3000. Einer auf Dings, einer auf. Ich will den Springer da weglocken. Hier. Warum? Das mal so nehmen auf doof. Den doch, oder? Einfach Springer weglocken. Geil, wie er den Springer ablenkt. Komm, Gaul, nimm das Hafer hier. Frisst den Hafer. Ja, ich frage mich nur, was du danach vorhast, ne? Weil so klein ist das. Ja, hier aber Turm könnte man hier auf die Dame gehen. Den da davor. Dann, ich habe doch hier Dings. Mega Idee, aber er nimmt nicht. Er greift deine Mama. Nicht angenommen. Er greift deine Mama an. Ach, das ist kein Thema. Guck mal hier, einfach eine der größten Legenden der Hip-Hop-Szene im Stream. Next Level, sagt Chess Villain. Oh, danke schön, vielen Dank. Also es gibt einige, die ich kenne. Ja. Wäre auch scheiße, wenn nicht. Dafür habe ich mir nicht 20 Jahre den Arsch an einen Spaß. Ah, jetzt hättest du was machen können gerade, aber egal. Nein, was denn? Nein, ehrlich, scheiße. Ja, was willst du mit der Dame dort? Was willst du? Ja, da? Weiß ich nicht. Da, Druck machen. Ja, Druck. Druck machen ist gar nicht so blöd. Ja, er muss einen Fehler machen. Wenn er den Bauern nach vorne zieht, ist schon mal sehr gut. Ah, macht er natürlich. Ja, oh, Chat hier. Ja, ich sehe. Siehst du es? Ja. Was er vorhat? Ja, klar, ist sicher. Aber was mache ich jetzt? warte, mach ich mal eben sowas hier. Also, ich opfer jetzt mal meinen Turm, ziehe ihn hoch, er wird die nehmen, dann nehme ich mit meinem anderen, dann nimmt er das hier und dann. Bang, und dann gehe ich den Turm da runter. Dann, oh mein Gott, wenn das klappt. Okay, einen Plan habe ich jetzt. Aber wenn er mit der Dame hier runterzieht, ist es fast matt, ey. Also er droht jetzt was Heftiges, ne? Das kannst du eigentlich nicht, darfst du nicht ignorieren. Ja, ich weiß, was sehe ich gerade. Den kann er machen, Chat, ne? Hm? Nee, ich rede mit dem Chat. Ja, das hilft. Ja, das weiß ich so gut, ja. Hilft nur eingeschränkt. Ich bin mal gespannt, was er macht. Aber ich hätte meinen Plan durchziehen sollen. Das ist ein bisschen Risiko, aber ich habe auch gar keine Zeit mehr. Gut. Und jetzt droht der Matt, ne? Ja. Du musst das Matt abwehren. Du hast keine Wahl. Ja, ich bin gerade dabei. Wie wehre ich das Matt? Ja. Aber jetzt hast du natürlich vier Bauern. Vier.
Entspannt, entspannt. Ich gewinne das noch. Entspann dich, entspann dich. Ich bin gespannt. Entspannt. Ich bin total entspannt. Der soll mir eine Chance. Ich brauche nur eine Chance. Das ist ein guten Zug, dann bam, bing, bang. Ich schachmatisiere den in 2 Sekunden. Der soll mir nur eine Chance geben. Nein! Was hat er genommen? Den Bauern. Okay. Ah. Schachmatisieren, auch nicht schlecht. Ja, ich werde ihn jetzt... Ah, ich kann nicht. Cooler Zug auf jeden Fall, cooler Zug. Ja, es ging nicht anders, ging nicht anders. Cooler Zug. Er nimmt aber leider so, er hat es gesehen. Ah. Ja, er hat es gesehen, ja, scheiße. Das Problem ist, du kannst jetzt noch nicht mal den Springer nehmen. Ja, scheiße, ja, ich sehe es. Aber ich mache mal den Move. Ja, boah, verloren. Ja, jetzt scheiße. Tauscht er alles, siehst du? Ja, ja, okay. Aber haushoch, ja. Der TI 3000 haut richtig zu ihr. Ich schwör's dir. Der kommt richtig assi. Schön am Pre-Move auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht Putt, vielleicht Putt-Shit. Putt ist auch mal geil. Ich schwör's, Putt ist mein Liebling. Das lieben alle. Das lieben alle. Ich hasse es ja, wenn man am Gewinn ist und dann macht der andere einen Putt. Voll ekelhaft. Man macht so voll die Moves, ey. Dann. Was macht denn der Gegner da? Ich weiß nicht, was der vorhat. Ja, er will sich noch eine neue Dame holen, macht es aber ein bisschen umständlich. Boah, den kriege ich nicht mehr, ne? Nee. Der ist ja vom Turm gedeckt, aber vielleicht setzt er dich Patt, wer weiß. Er wird wahrscheinlich den Turm ziehen, ne? Ach nee. Na, oh nee. Sehr stark. Jetzt? Gut gespielt von ihm. Gut gespielt. Oh. Das gleich macht. Egal, probier's nee. Nochmal, komm. Hier. Ja, das direkt mal. Ich wusste nicht, ob er noch Angst kriegt, da rüberzieht. Ja, scheiße, gutes Spiel, Alter. Kurz die Partie. Ja. D4, Springer F6, du spielst immer den Läufer nach G5 da. Das ist okay, kann man machen. Du greifst hier den Springer an. Weißt du, warum ich das mache? Weißt du, warum ich das mache? Nee. Also allermeistens, also ich habe festgestellt, auf jeden Fall auf dem Level, wo ich spiele. Ne? Ich denke, ja. Bessere Spieler, die fallen da nicht drauf ein. Aber wenn ich auf... weil ich das G5 gehe mit dem Springer, mit dem Läufer, mit dem Springer, mit dem Läufer. Läufer, dann kommt meistens kommt vorher nicht der Springer, sondern die kommen dann immer mit dem Bauern und wollen angreifen. Ja? Den mit Läufer dem ja, also mit dem, nee, mit dem anderen. Pass auf, anders. Stell dir vor, du, ich ziehe D4 und Schwarz zieht auch parallel dazu D5. D5 oder was? Ja. Genau, genau. Jetzt ziehe ich ja immer den Läufer hoch auf diese Sprache muss ich noch lernen. Auf G5. Jeden Fall G5, genau. Und dann macht allermeistens machen die Leute auf dem Level, wo ich bin, ziehen den Bauern jetzt rein. Den, ja. Und dann ziehe ich zurück. Wohin? Hier? H4? Nach rechts, also 4, nach 4, nach H4. Ja. Was macht der andere? Der Schwarze zieht dann nochmal 5. Also G5 zieht der, also von mir, ja. 7. Ja. Boah, sorry, Leute, sorry. Genau, dann mache ich diesen Weißen hier. Der Bauern zieht einen nach vorne. Er denkt, er hat jetzt eine Figur. Ne, nimmt den Läufer. Dann nehme ich nochmal den, ne, bevor ich den mache, ja, der klappt manchmal direkt, aber vorher nehme ich noch den Läufer von F und ziehe den quer nach links auf B5 und genau. Und wenn er jetzt den falschen Move macht, ist sofort Schachmatt. Wenn er zum Beispiel, wenn er jetzt den Läufer nimmt, zum Beispiel, er nimmt den Läufer, ja, dann ist sofort matt. Was ist das denn für eine Falle? Ja, Bruder, da fallen genug Leute drauf rein. Die Rusi-Baby-Falle. Das ist das nächste Video auf YouTube, Leute. Die Rusi-Baby-Falle. Sag mal, aber kanntest du den nicht? Nein, das gibt's auch nicht wirklich. Also, das ist ja, was ist das? Also, das ist, du kannst ja, pass auf, du kannst ja da jedes Mal was falsch machen. Du kannst, wenn du einen Läufer ziehst, verlierst du, ziehst du den Springer, verlierst du. Du kannst halt den Bauern ziehen. Ja, ja, den, aber dann den, hast du. Den Bauern ziehen, den, muss man jetzt ziehen, natürlich. Hier. Ja, wenn du den Bauern, ja, wenn du den Bauern ziehst, habe ich aber trotzdem enormen Vorteil. Aber so gewinne ich, also wenn da einer mitspielt, mitmacht, gewinne ich meistens trotzdem. Geile Falle. Die Rusi-Baby-Falle, ja, Leute. Ich habe irgendwann auf Chess.com Chess.com genau so ein Spiel innerhalb von Sekunden verloren, habe mich so aufgeregt darüber, da habe ich mir angeguckt, was das Problem ist. Und ich habe dann gemerkt, diese Lücke hier, diese zwischen, also ne, dieses, wenn du die Bauern rausholst, Auf F6 und auf G5 diese Treppe machst, dann verpeilst du immer diesen Korridor. Weißt du? Du kannst ja nichts machen. Du kannst ja einmal nichts machen. So, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin auf dem Weg zu Bobby Fischer, wie ich das sehe. Ich bin hier auf dem Weg.
Ich denke einfach, zu sichere Spieler fallen drauf rein, weil die so einen Billo-Trick nicht erwarten. Zu geil. Aber eigentlich muss man hier, pass auf, wenn der Gegner das so spielt, du musst mit der Dame hier raus. Ist natürlich ganz geil. Schach, ja, dann, zieht der da, rüber. Dann kann der weglaufen halt, aber das ist die Stellung, ist gut für. Witzigerweise, das haben super viele Leute auf Leeches gespielt, ne? Leute, guckt euch das mal an, da gibt es echt viele Partien auf Leeches für den Quatsch. Das ist ja unfassbar. Ja, ich sag dir, wenn du dann noch mit der Dame, also wenn du jetzt zum Beispiel, du ziehst, genau das kannst du die ganze Zeit machen. Genau. Das nennt sich Dauerschach, dann ist das Remis. Naja, gut, du machst jetzt nicht immer nur hin und her, aber ich will nur sagen, du kannst damit viel spielen. Ja, wie würde ein Perser hier weiterkämpfen? Wie würde ein Perser? Ja, ich weiß nicht. Normalerweise mache ich immer einmal hin, einmal zurück, je nachdem, was er macht. Und genau, dann bringe ich den Springer hoch, dann mache ich unten eine Rochade, bringe den Turm genau auf die Linie, dann entferne ich, opfer ich oder entferne ich irgendwie den Bauern und dann ist es schon, nice. Genau. Geil. So. Und dann, weißt du, und dann hast du ja die Linie da, weißt du? Und wenn du dann ein, zwei Fehler hast, hast du schon gewonnen. Und das hast du. Alter, muss ich dir jetzt hier alles beibringen? Sieht so aus. Das habe ich noch nie gesehen. Scheiße. Diese geile Falle. Herrlich. Mega, daraus mache ich ein Video zu 100 Pro, die Rusi Baby Falle. Aber das hast du. Das ist King. Mach das mal. Das ist geil. Hast du eigentlich. Und das hast du schon häufiger gespielt? Ey, das spiele ich dauernd. So, sollen wir nochmal spielen oder musst du los? Ja, nee. Ach nein, was für los? Ich bin ja hier nach, also nach unserem Schachdienst. Nach unserem Schachspiel muss ich ja noch die üblichen Themen abreißen, hier Hip-Hop-Themen und so weiter. Mhm. Aber gerne, lass uns auch noch mal einmal spielen, auf jeden Fall. Was machst du so? Du reagierst auf irgendwelche Videos und sowas? Oder? Ja, genau, wir schauen uns an. Es gibt dann normal erstmal natürlich, was gibt's Neues, der News Talk. Dann schauen wir uns an Videos, genau, Reaction bis hin zu reagieren, also bis hin zu bewerten und interpretieren und so weiter. Die Sache ist halt, normalerweise ist es mein Content geworden seit Corona, muss ich dazu sagen. Vorher bin ich ja eigentlich, ich reise ja durchs Land und mache Interviews und jetzt durch Corona ging das alles nicht, aber ist ein entspannter, ist auch sehr entspannt, sitze hier und mache. Wie ist das eigentlich bei Musik, weil du dir Musik machst, die ganz so reacten so mit Copyright? YouTube-Videos kann man problemlos reagieren während der Show? Auf Twitch ja. Also ist eigentlich auch nicht mehr, ich habe tatsächlich gestern noch eine Mail gekriegt von Twitch selbst, so eine Rundmail für alle, dass man da echt aufpassen muss. Aber auf Twitch geht das noch, auf YouTube kannst du es direkt lassen. Also für in ein paar Sekunden ist es gesperrt. Mhm. Dein Live auch. Also du bist immer gleich gesperrt. Es geht nicht, aber weil du lädst ja auch Videos hoch auf YouTube, ne? Das ist auch ein YouTube-Kanal. Genau, also deswegen werden wir, also wenn wir Best-Offs schneiden, das machst du ja auch, ne? Also die Best-Off-Sachen immer auf YouTube oder wie machst du ja, das? Ja, aber bei mir gibt es keine Copyright-Probleme. Genau, ja, der hat ja keine Musik, genau. Mhm. Wir laden dann nur Sachen hoch, die gar kein Copyright-Problem bringen. Und deswegen, also man muss natürlich immer aufpassen, aber ja, wir haben auch hier und da schon mal Copyright, aber ja, ist leider ein bisschen blöd mit unserer, da ist das, was du machst. Einfach. Weiß ich nicht. Würde schon gerne ab und zu mal Musik hören, halt auch im Stream. Ja. Aber es gibt doch GEMA-freie Musik. Ja, ich will ja das hören, was ich mag. Sondern GEMA. Ach so, ja. Klar, von Twitch, ne? Die haben ja so ein Radio, haben die ja. Ne? Was hört denn hier, was hört der griechische internationale Schachmeister denn so? Ich höre alles Mögliche, Gerade. Ich habe letztens. Lief ja ESC, ne? European Song Contest, habe ich nicht angeschaut, aber der Siegersong, den habe ich mir angehört und ich war total weggefetzt. Ich konnte es nicht glauben, dass sie so einen guten Rocksong da gemacht haben. Ich habe mir direkt das Album gekauft von dieser italienischen Band. Ich finde es mega, mega geiler Song und mega geiles Album. Der Rest der ESC war ja übelst langweilig, was da lief, aber der Song, das Rockalbum, das höre ich jetzt gerade jeden Tag. Okay. Ist das wahrscheinlich gar nichts für dich, ne? Ich weiß nicht, ich höre auch viel Rock oder habe früher sehr viel mehr Rock gehört und ich meine, es gab ja gar keinen Hip-Hop auch damals, aber jetzt, also ESC gebe ich mir jetzt nicht, aber das ist halt sehr, sehr kitschig alles. Aber was weiß ich ich habe alles gehört von Queen bis Metallica bis Nirvana und Kram. Ich denke auch, das war deine Zeit. Ich muss so eine Sache sagen. An meine Zuschauer, Leute, das Witzige ist, der George Georgios und ich haben sogar fast selbe Zeit, weiß ich nicht, aber vielleicht ein paar Jahre Unterschied, waren wir in Bochum an der Uni. Ja. Witzig. Ja, ich
ich habe an alle, die sich auskennen, in Bochum, in Hussstadt, im Stadtteil Hussstadt gewohnt, oder ungefähr, ja, direkt an der Uni, habe ich ein paar Semester abgerissen. Und sogar ähnliche Sachen haben wir studiert. Ne? Ich habe Kommunikationswissenschaft. Wir haben das Gleiche studiert im Prinzip. Halt, ne? Publizistik und Kommunikationswissenschaft habe ich studiert in Bochum. Krass! Ja, das auch ist noch verrückt. Lösch meine Nummer, das gibt's doch nicht, Alter. Krass. Was heißt dieser Spruch eigentlich? Lösch mich oder so. Lösch meine Nummer. Was heißt das überhaupt? Das ist unser Spruch hier aus dem Chat. Also das ist meiner. Ey, da gibt's bei T-Shirts vor. Ey, lösch meine Nummer. Lösch halt meine Nummer, Alter. So, von wegen, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, oder was? Genau. Ja. Lösch einfach meine Nummer. Alter. Was ist ein Spruch, ey? Ja, okay. Mann. Der musste vor allem immer mit Anlauf bringen. Du musst immer, hey, George, kannst du morgen um 11 Uhr mir einen Gefallen tun? Was denn? Ja, morgen so 11.30 Uhr kannst du da meine Nummer löschen. Das ist schlecht. Oh, okay, wie schlecht ist das denn? Ja, der muss auch so eklig kommen. Der darf halt gar keinen Sinn haben. Der darf keinen Sinn haben. Regel Nummer 1, darfst nicht dumm sein. So, das sind unsere Dinger. Mann, wir sind auf Twitch, wir sind verrückt. Back dir noch ein Eis. Back dir ein Eis, das war so selbe Level von Spruch, aber 20 Jahre alt. Den hat jemand gerade im Chat geschrieben. Ja. Back dir ein Eis. Okay, ich fordere dich heraus. Pass auf. Mal. Und zwar, ich nehme nur eine Minute und du kriegst 10. Nein, echt? Okay. Aber heul nicht nachher rum. Eins ist sogar zu viel, aber ich will halt nicht. Ich will ein bisschen noch den Chat genießen. Oh Mann. Ich nehme auch schwarz. Du nimmst auch schwarz. Ja, warte mal. Du musst jetzt annehmen. Mich fertig machen. Du willst mich richtig vorführen. Also dann nimm dir die Zeit, ne? Du hast 10 Minuten, du musst jetzt nicht irgendwie hier einen auf eilig machen. Ja. No? Yeah. Ich bin ungeduldiger Spieler auch. Ich will immer schnell gewinnen. Wie bei meinen Dates, immer schnell. Also. Leute, gib mir ein paar Tipps. So, schön die Rapper-Falle hier. So, Rapper-Falle. Komm, guck mal, ich gebe dir erstmal die Basics, die ich aus deinen eigenen Videos gelernt habe. Jetzt macht er was anderes. Was ist denn hier los? Okay. Kein Läufer G5-Chat, ey. Was ist denn hier los? So. Er spielt ja normales Schach, ey. Wie? Natürlich. Was hast du denn gedacht, was ich mache? Ich dachte, du spielst dein Kram. Ja, aber das weißt du doch jetzt. Warte mal, was wird das denn jetzt da? Warte mal. Erstmal ein Schach geben, ne? Immer Schach geben, wenn man Schach geben kann. Lösch die Nummer bei 20 Sekunden. Auch nicht schlimm. Was hast du gemacht? Ah, stark. Stark der Dingens hier, okay? Normaler Zug ist ja. So, hier, yeah. Kampf an den Thermopylen. Die Griechen, die Spartaner. Last Man Standing gegen Xerxes. Okay. Wie ist er nochmal? Chashayar. Wenn du das so aussprichst, dann kommt Xerxes dabei raus. Chashayar. Und dann haben die irgendwann. Das X ist ja bei euch Griechen ja immer wie Chersonissos. CH. Wie Chersonissos, genau. Sehr gut. Chersonissos. Ja, Bruder, natürlich. Kannst du meinen Namen auf Griechisch aussprechen? Yorgos? Yorgos. Ja, klar. Ja, sag nochmal. Yorgos. Ja, schon sehr ordentlich. Guck mal. Ich nehme jetzt kurz deine Dame, wenn es okay ist für dich. Ja, bitte, nimm sie. Wie wird dein Name ausgesprochen auf Persisch? Ruzbe, yes. Ruzbe. Oh, nee, komm, den darfst du zurücknehmen. Oh nein, warum? War so schlecht? Ja, du hast einen Springer eingestellt. Komm, nimm mal zurück, du musst, genau. Das habe ich gemacht. Dein Springer. Ich greife deinen Springer an. Ja, ach so, ja, aber ich dachte so und dann, ja, Mann, du hast recht. Nee, mein Material ist super wichtig, darfst du mir kein Material schenken. Ja, ich weiß, ich sehe das schon. Helge Schneider hat mal gesagt, nicht denken, schenken, aber das gilt hier nicht. Ja, komm, dann komme ich so. Ja, Helge Schneider, der beste Mann. Ja, auf jeden Fall, nicht denken, schenken. Ja, so, aber Doppelangriff. Beim Schach nicht gut. So. Jetzt machst du so, warte mal, so. Oh mein Gott, du bist zu heftig. Ja, du musst gucken, dass du innerhalb der Zeit, die ich habe, nicht verlierst. Ich habe nur 30 Sekunden. Und schon hast du verloren. Ruzbe. Nein, ich sehe das, jetzt sehe ich das.
Wir müssen nochmal zurück. Ja. Hallo, wir müssen nochmal zurück. er hat den Knopf aber schnell gefunden mit dem Zurücknehmen. Ich war so konzentriert auf meinen Angriff, dass ich diesen blöden Linie nicht gesehen habe. Das ist so eine blöde Linie. Ja, okay. Ich habe eine schöne Linie gezogen hier. Ja, hier. Oh mein Gott, ey, das war so schlecht von mir jetzt. So, Chat, zwei Bauern mehr. Kriege ich das noch hin in 22 Sekunden? Nein. Er will weiter angreifen mit so wenig Figuren, das wird nichts. Oh, nicht gut, Roosevelt. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Oh nein, ey. Okay, ich mach so Dings die Assi-Falle. Was für eine Falle? So. Da ist keine Falle, du bist matt gleich. Nein, da ist gar nicht matt. Nein, hier ist gar nichts matt. Scheiße, ey. Ja, matt bin ich noch nicht. Nein, den? Ja, natürlich. Komm. Ich komme. Schachmatti. Ah, Mann, ey. Das Problem ist, dass du schon immer so krass voraus das denkst. Ja, klar. Aber ich habe dich jetzt gewinnen lassen. Ich finde, du bist so eine Art Alumni für mich, so einer von meiner Uni, der auch da muss ich Respekt zeigen, deswegen lasse ich dich gewinnen. Das ist lieb von dir. Das ist lieb von dir. Oh Mann, ey, voll abgelust. Du machst Werbung für Tommy Dog. Was ist das? 15% sparen. Hast du einen Hund zu Hause? Leider nicht mehr, ist gestorben. Aber oh. Ja, ich hatte 15 Jahre lang einen Hund, ja. Aber ist auch schon ein paar Jahre her. Okay. Nee, das ist Hundefutter. Machen so Hundestuff. Hundefutter. Hundefutter. Okay. Genau. Und Tommy ist bei mir immer in der Community. Und deswegen okay. Wird das mal gemacht. Cool. Genau. Sehr also cool. Alle, die Hunde haben bei euch, mit dem Code BIGREAK gibt es 15% auf tommydog.de für Kauartikel. Für eure liebsten Hunde, Vierbeiner. Yes, mach das. Hunde gibt es bei uns in der Hip-Hop-Szene viele. Ja? Ja. Es ist so witzig, dass du als total andere Welt als wir, Hund in der Hip-Hop-Szene ist voll die Beleidigung, wenn man sagt, der ist ein Hund. Okay, du Hund, ja, doch, okay, ja. Aber ich meine, so in der normalen Gesellschaft, so nicht in der Hip-Hop-Talk, ist ja ein Hund eigentlich was Positives. Man sagt zum Beispiel, der Wadenbeißer, weiß nicht, der ist hart wie ein Hund oder so, keine Ahnung, der kämpft oder wie, weiß ich nicht. Also ja, da ist es ja ein, oder treu wie ein Hund oder so. Keine Hund Ahnung. Als Schimpfwort ist äußerst selten, ja, du Hund. Ja, da lass dich kaputt, so, Hilfe. Ja, in der Hip-Hop-Szene ist das irgendwie so das Ding geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Der Hund. Ja, so. Also kannst du mir mal so einen Tipp geben, irgendwie was gerade so in ist im Hip-Hop-Bereich, was ich unbedingt mal reinhören sollte, vielleicht mal so auf Spotify, aus deiner Sicht. Boah. Was Neues? Ich meine, als jemand, der so ein bisschen Mainstream-Hörer ist, kannst du dir lieber einfach auf Spotify, das ist ja das Gute, heutzutage gibt es ja auch Playlists, dann zieh dir einfach eine Hip-Hop-Playlist auf Spotify mit den Mixes an, also die aktuelle Playlist ist auf Spotify, heißt die Modus Mio. Das ist so aktuellste vom Aktuellen. Aber da gibt es auch schöne Playlists wie zum Beispiel Rap in Deep oder so. Dann sind da auch Klassiker dabei, Evergreens und so. Das ist ganz angenehm. Und wenn du, ja, es gibt Deutschrap brandneu heißen die Playlists. Das sind riesen Playlists mit Millionen Follower. Mhm. Und da kommt mal der neueste Scheiß rein. Das ist ein bisschen wie Radio. Und das ist ganz angenehm für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, wie du einfach nur nebenbei was hören will. Ist es ganz angenehm. Da ist der neueste Scheiß drin. Und du bist direkt aktuell. Und was ist dein neuester Scheiß, den du gerne so anhörst zurzeit? Oder hörst du nichts? Ist gerade nicht irgendwie sowas Fettes dabei? Ehrlich gesagt, es ist halt so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ja so der Job, dadurch, dass es auch mein Job ist und ich viel in diesem Hip-Hop-Kosmos drin bin, muss ich sagen, dass ich so viel es geht andere Musik höre als Hip-Hop, ehrlich gesagt. Mein Kopf frei zu kriegen. Und was? Ehrlich gesagt, eher so alte Sachen. Also ich höre gern, keine Ahnung, Red Hot Chili Peppers oder sowas. Also, hey! Ja. Sometimes I feel like Genau der. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in. Beste. Lass jetzt aber noch ein Bierchen, dann singen wir das zu Ende. Auf jeden Fall Red Hot Chili Peppers, so, ja, sowas halt. Ich höre halt Musik, mit der ich aufgewachsen bin, sag ich mal so. Und keine Ahnung, sowas halt. Aber klar, ich höre natürlich gerne Rap und so, aber es ist, ich höre es durch den Job, als durch die Verbindung zu Hip-Hop-Szene sehr, sehr viel.
Und wenn ich Musik produziere, hörst du es die ganze Zeit und dann brauchst du voll den Abstand. Was voll den Abstand. Produzierst du auch noch? Ja, ja, klar. Okay. Genau. Mit deinem Bruder noch wahrscheinlich? Dein Bruder noch? Ist ich, noch das haben wir viel. Genau, das haben wir viel früher gemacht, aber mittlerweile sind wir beide sehr selbstständig, also komplett voneinander. Er macht so sein Ding. Macht er noch Musik eigentlich? Ja, ja, mein Bruder ist aktiv. Ja, mein Bruder Sinan ist aktiver Rapper. Also der ist Rapper, richtig. Der bringt Alben raus, Musik und so bla. Das mache ich nicht. Ja. Ich bin DJ und Produzent. Also ich produziere Leute, ich produziere mit Leuten. Ich habe ein Label und ich bin als DJ unterwegs. Und also, wenn nicht Corona ist, bin ich als DJ auch unterwegs. Und, genau, ist das eigentlich ein großes Problem so für dich gewesen, Corona so? Gott sei Dank, also ja und nein. Also Gott sei Dank muss ich sagen, also auch wie bei dir ein bisschen. Es ist ein Segen, Internet, weißt du, Internet ist ein absolutes Segen für mich gewesen, dass ich mein ganzes Leben online umsatteln konnte und vieles davon war ja eh schon online auf YouTube und jetzt habe ich halt neuerdings noch Twitch dazu und so, aber klar, gar keine Live-Auftritte, gar keine Interviews, so gut wie keine Interviews, null Auftritte und so, das geht auch schon in die Finanzen so, aber trotzdem, ich denke, war doch bei dir jetzt auch so, ne? Über Twitch konnte man schon einiges wieder rausholen und nicht nur. Bei mir ist alles super positiv. Genau. Ja, ich meine, der Schachboom sozusagen war ja für dich bestimmt überkrass. Du, das seit dem letzten Jahr ist das ein Beruf für mich geworden. Also ja, das Projekt Big Greek ist halt riesig geworden oder groß. Ja. Wenn man bedenkt, dass es eine Nische ist, ne? Ist ja Schach, ist ja Nische. Ja, das ist ja das Verrückte daran. Internet bringt halt, klar ist es Nische, aber Internet bringt die ganzen Nischenleute auf der ganzen Welt zusammen und so entsteht ein Haufen, der dann wieder sich lohnt. Zum Beispiel, ich sehe das ja an deinen YouTube-Videos, die machen ja massig Klicks. Oder ich bin diesen Hakuri, oder wie heißt er? Hakuri? Hikaru Nakamura. Hikaru, ja, der schnellste Blitzer der Welt oder der beste Blitzspieler der Welt ist das, ne? So der verdient sich dumm und dämlich. Ja, Dicker, der hat so. Ich guck so, ich verfolge den so ein bisschen, seit Jahren aber schon. Und dann gucke ich so, hat der Twitch, ich denke mir so, voll blöd, voll naiv, hat der eigentlich einen Twitch-Kanal? Ich gehe so drauf, er hat so 40.000 Zuschauer. Ich denke was? Ich so, was hier los, Alter? Was mit Schach passiert, wo ich weg war? Ich war kurz 5 Minuten weg, Alter. Aber es ist geil. Der Hikaru, oder wie der heißt, Mann, der ist so ein Spieler. Aber das ist das Level, wo ich denke, der vermittelt mir zwar Spaß, auch der ist ein funny Typ, wie der da auch so erklärt und so, aber auf dem Level, da musst du ja irgendein Teil deines Gehirns muss kaputt sein, dass du nur noch nicht selektiv wahrnehmen kannst. Der normale Gehirn kann ja selektiv wahrnehmen, das beim Schach nicht so gut. Du musst ja so eine Savant-Geschichte haben, also so eine, kennst du das? Also man sagt ja so, wenn du zum Beispiel ein gestricheltes Pferd siehst, sieht das normale Gehirn ein Pferd. Aber der Magnus, der sieht bestimmt erst die Striche. Dann sieht der das Pferd. Und das ist, bringt dich zum Schachmeister. Achso, Alhamdulillah. Was war das denn jetzt? Geil, keine Ahnung. Habe ich mal aber gelesen, dass cool, so. Das hört sich cool an. Ja, deswegen, schau mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, ich meine, du bist so gut, dir wird das wahrscheinlich nie mehr passieren, aber manchmal bin ich so fokussiert, dass ich einen ganz blöden Zug einfach nicht sehe. Und das ist ja selektive Wahrnehmung. Du bist ja so konzentriert. Und ach ich meine, das Schachfeld ist ja so klein. Du denkst manchmal, wieso habe ich das nicht gesehen? Das war doch vor meinen Augen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ja, das ist, man sagt ja so, frag doch, ich habe mal so ein Interview gesehen von Magnus. Der ist auch kein Typ, der jetzt rausgeht auf Party oder sich mit Menschen unterhalten kann, großartig. Das bereitet ihm Probleme. Es gibt also diese. Inzwischen nicht mehr. Ja, kann sein. Also ich verfolge den jetzt nicht so krass, ich weiß es nicht. Aber ich will nur sagen, vergiss mal Magnus, wenn man sich so anschaut, so super Hochbegabte, die dann auch manchmal diese Inselbegabung, diese Savants oder die haben dann Probleme mit so einfachen Sachen, einmal in Anführungszeichen einfachen Sachen wie einkaufen gehen, Fernsehen gucken, weil das zu viele Infos sind auf einmal für die. Aber dann können die auf einmal so, die hören einen Song, ein Klavierstück von Bach oder was, keine Ahnung, dann spielen die jetzt einfach nach. So, das ist irgendwo, deswegen habe ich überlegt, aha, okay, ich muss Teile meines Gehirns ausschalten. Ich glaube, das gelingt dir ganz gut, komm. Spaß beiseite, Georgios, ohne Spaß, es gibt so eine Denkkappe, die macht das. Ich habe mal so ein YouTube-Video. Ja, es gibt so eine Art, die gibt dir so einen kleinen Strom, also
nicht jetzt so Strom, aber so kleine Impulse an dein Gehirn. Und die sorgt dafür, dass du anders denkst, als du normalerweise denkst. Und die haben so Tests gemacht. Ich muss das Video mal raussuchen. Das ist ein seriöses Video, kein Welt. Weil eine bestimmte Region des Gehirns gereizt wird und dann im Moment nicht aktiv ist. Natürlich. Genau. Und dann kannst du. Das ist die andere, genau. Ja. Dann kannst du einfach so blöde Sachen, wo du nicht drauf kommst, die, weil du gewisse Vorurteile hast in deinem Kopf. Zum Beispiel ich sag ein kleines Beispiel, die haben so Spiele mit, du kennst das mit den Streichhölzern, pass auf, wenn du zwei Streichhölzer verlegst, dann kommt da ein O oder eine 5 oder eine Silber. Und dann machst du das ein paar Mal und beim vierten oder fünften Mal kommst du nicht weiter, weil dein Gehirn ein Muster hat und das kann er nicht ablegen. Dann tun die Denkkappe drauf und plötzlich siehst du die Sache und das ist ganz easy. Hier muss einer weg, so bla. So, das Video muss ich mal raussuchen, das ist sehr interessant, das ist auch ein älteres Video. So ein, ich glaube, sind so Wissenschaftler, die das mit der Kappe machen. Weil wir halt durch unsere Vorurteile, die wir haben, durch die uns. Muster, genau, durch die Muster, ganz genau. Und das ist ja, das denke ich immer in Schach. Ich denke immer, du musst eigentlich die Muster die ganze Zeit eigentlich erkennen und gar nicht mehr kreativ sein. Nur noch die Muster erkennen und dauerhaft wie Memory im Prinzip. Ja, das ist ein guter Punkt, definitiv. Also als fortgeschrittener Spieler kennst du natürlich unfassbar viele Alle Muster, ne? Genau. Deswegen kannst, deswegen kannst du ja auch in einer Minute extrem mich. Extrem viel, ja. Guck mal, du machst mich in einer Minute fertig, so. Egal, ob ich 20 oder 30, es ist mir völlig egal, ich könnte auch 40 Minuten haben. Es ist aber nicht nur Muster, es ist auch viel mit Rechnen zu tun. Ja, klar. Rechnen. Kannst du mal ausberechnen. Dieses Rechnen, ne? Kannst du ein Beispiel mal dazu sagen? Ja, dazu muss ich hier einfach eine Stellung aufbauen und dann zeige ich dir das einfach. Ja, zeig doch mal bitte, das müssen wir einmal sehen von einem Experten hier. Hier gab es eigentlich nichts zu rechnen, ne? Ja, ah doch, ich zeig dir jetzt hier, pass auf, diese Stellung hier. Ein einfaches Beispiel, das hier. So, das war unsere Stellung gerade in der Partie. Und das war ein einfaches Beispiel. Ich greife den König hier an, ne? Ja. Ist ein Schach, du musst weg. Du hast zwei Felder. Ja. Das hier oder das hier. Mehr hast du nicht. Weil meine Bauern hier decken diese Felder. Beziehungsweise der Bauer ist egal, weil der Turm da hinten deckt auch indirekt das Feld. Und hier habe ich noch einen Turm, der deckt das Feld. Machen wir in Blau. Ja, klar. Das ist ja klar, ja. Hier kann ich problemlos rechnen, was passiert, wenn der König nach H3 geht, einen nach links oder nach H4, einen nach links unten, so schräg, ne? Wenn er dahin geht, hatte ich schon gesehen, ist matt. Ja. Das nennt man Rechnen. Das ist natürlich jetzt sehr einfach, weil es eine ganz kurze Variante ist. Ist einfach, aber ich verstehe, was du meinst mit Rechnen, okay. Da, ich sehe das halt, also, bevor du ziehst halt, ne? Ja, in dem, das sah ich hier schon. Ich hatte schon gesehen, ich mache den. Wenn er dahin geht, gehe ich dahin und ist matt. Du gehst im Prinzip alle Eventualitäten durch. Genau. Im Kopf. Das ist, klar. Und deswegen das nennt man Rechnen im Schach. Okay, verstanden. Das Ding ist, in der Partie, witzigerweise, bist du sogar dahin gegangen. Ich dachte aber, du würdest dahin gehen. Und hier ist es kein matt. Ja. Weil du den Turm schlägst. Ja. Und ich hatte schon gepremoved diesen Zug hier. Als du den machtest, habe ich den Zug gemacht und das war eigentlich Quatsch, weil ich hätte die sofort matt setzen können. Aber ich hatte nicht damit gerechnet. Also gerechnet im Sinne von, ich habe nicht erwartet, dass du dahin gehst. Nicht erwartet. Nein, klar, nicht erwartet. Genau. Ah, interessant. Machen wir mal nochmal Können wir machen. Hast du schon mal je darüber nachgedacht oder hast du schon mal auch andere Spiele gespielt, wie zum Beispiel also solche Denkspiele, die so oldschool sind, wie zum Beispiel Go oder sowas? Guck, ob dein. Die anderen Varianten, die chinesische oder japanische Variante, habe ich noch nicht gespielt. Go ist ja das japanische Schach. Das ist ja auch komplex, ne? Und, Das ist ja mega komplex. Ja, klar. Das habe ich noch nicht gespielt, nein. Ich wollte nur mal wissen, ob das ganze Schachwissen, das du hast, sozusagen dir da auch was bringt. Definitiv. Ich habe übrigens mal gegen den besten japanischen Go-Spieler gespielt. Nee, Moment, Japaner sind Shogi. Japanische Shogi. Ach, okay. Warte mal, Leute. Shogi? Ich habe mal gegen den besten japanischen Spieler gespielt, der halt in seinem Shogi halt extrem stark ist in Japan. Ja. Und dann eine Legende ist so halt, ne? Also wirklich so Magnus Carlsen und Kasparov zusammen. Der hat Schach gespielt, das Europäische. Okay. Der kam nach Europa in 2005. Und da habe ich gegen ihn auf einem Turnier gespielt in Holland. Und da kam der Turnierveranstalter vorher zu mir und sagte, hey, Herr Solaides, haben Sie was dagegen, wenn ich das hier live übertrage? Und ich so, nee, warum, was los? Ja, die wollen alle in Japan das sehen hier, was wir machen. Und dann habe ich gegen den live gespielt halt, ne, auf dem Turnier. Und
das wurde nach Japan übertragen damals per Internet halt, ne? Und der war halt recht stark so, ne? Ich habe zwar gewonnen gegen ihn, aber der war dafür, dass er eigentlich nur Shogi normalerweise spielt, der hat auch fast dem gleichen Niveau wie ich gespielt. Das war unglaublich. Das heißt, der konnte das ganze Shogi-Wissen übertragen auf das europäische Schach. Und der hat wirklich, der ist auch später internationaler Meister geworden, meine ich. Also der hat richtig stark gespielt so. Wahnsinn, der Typ. Das finde ich auch krass, ehrlich. Ja. Umgekehrt, so viel ich weiß, ist das nicht so leicht möglich. Es gibt ein paar europäische Großmeister, die das probiert haben. Ja, aber die kommen halt auch nicht so weiter. Ne? Die sind dann halt okay, aber nicht besonders gut so, was ich so mitbekommen habe. Crazy. Crazy. Ich wollte das immer mal machen, aber irgendwie... Da muss ich sagen, war mir zu kompliziert. Mhm. Nicht so, bin irgendwie nicht reingetaucht, kenne auch keinen, der das spielt. Aber ich muss sagen, viel mehr meiner Freunde, also wirklich viel mehr Menschen spielen Backgammon. Backgammon heißt. Ach, Backgammon? Ja, klar. Book of Raw spielen. Viele, ja. Backgammon, aber das ist irgendwie, das war nie meins. Da musst du zwar auch immer rechnen und auch so, aber immer irgendwas mit Würfeln, das ist so nicht so meins. Das hat ein bisschen Glücksfaktor, aber Backgammon genau, habe ich sehr viel gespielt so früher. Mit dem Griechenland auch viel gespielt. Ich wollte gerade sagen, es ist auch in den südländischen Raum, so auch Griechenland, ist das doch dieses... Türkei auch. Es ist ja bei euch, genau, es ist ja bei euch wie bei uns im Prinzip, alles Jacke wie Hose. Ja. Tee trinken und irgendwas... Ja, genau, draußen, ne? Viel zu heiß, du hast keinen Bock, was zu machen. Draußen rumflexen. Ja, vor allem irgendwas zocken, wo genug Zeit ist zum Ablästern. So, man muss immer, der südländische Raum ist immer, Leute, es ist Tee trinken und lästern. Immer, ja, was hat der Nachbarn gesehen? Immer, was hat der denn für ein Auto? Was soll? Sein Sohn, ach, der hat ja keine Ausbildung. Immer. Ja, und wer macht, nein, seine Tochter heiratet. Ja, aber ich habe eh gesagt, die kriegt keiner und so. Ey, Dicker, das ist der Talk hier, Alter. Oh, Mann. Okay, komm, noch eine. Hier, erstmal rechnen hier. Bruce. Ja, das Bild. Wo erzähl. Hier, das ist doch da, ne? Das Bild. Zeig mal. So, ja. Das Bild hier. Das ist eine Aufgabe. Ja. Das ist so eine Art Puzzle nennt sich das. Und hier geht es darum, das zu rechnen für alle. Das können alle auf Leeches und kostenlos machen. So, jetzt zeige ich dir, wie ich rechne. Ja. Weiß ist dran und soll gewinnen. Da steht doch rechts. Du bist am Zug, finde den besten Zug für Weiß. Steht rechts, ne? Ja. So, ich rechne. Mit der Dame rechne ich die Schachgebote. Die kann da Schach geben und die kann da Schach geben. In beiden Fällen greife ich dann den König an. So, ich habe das Matt jetzt schon gerechnet, während du gerade erzählt hast. Schach, der König geht da ein. Schach. Nee, Moment, sorry. Schach. Ja, da kann er mit dem Läufer dazwischen, ne? Ja, Läufer dazwischen. Was anderes gibt es nicht. So, jetzt versuch du mal den Gewinn zu finden. Was würdest du danach machen? Jetzt erstmal versuchen vorzustellen. Wie sieht es überhaupt aus? Wo steht die Dame? Wo steht der Läufer? Und wie geht's weiter? Ich würde sagen, du ziehst die Dame, weißt du, Dame hoch. Wir ziehen dann ihn. Tut den Läufer dazu. Wenn du dann den Läufer nimmst, dann ist natürlich die Dame, die schwarze Dame ist dann da. Dann ist das Ding gegessen. Deswegen müsstest du unten, du hast ja unten noch den weißen Turm. Damit könnte man diese Linie, diese D-Linie, oder wie man die nennt, hoch, D-Linie. Da wäre das nicht gut, das wäre auch eigentlich nice. Also man zieht erst weiße Dame hoch, er geht mit dem Läufer dazwischen, schwarz, und ich würde unten dann den Turm ziehen auf D. Also D. Naja, ich weiß, du willst den ziehen, aber das ist nicht nötig. Du kannst forciert mal setzen. Forciert, du kannst erzwingen. Mit Schach. Ah, okay. Ach so, ach okay, du kannst noch mal zurückziehen, ne? Du ziehst mit der Dame runter, er zieht mit dem Läufer runter, du ziehst mit der Dame einen Schritt zurück, wieder ins Schach, du bist gedeckt ja durch den Springer. Ja, sehr gut. Der Dame muss, das heißt, König zieht noch mal weiter rein. Ja. Genau, und dann müsstest du mit dem Springer reingehen. Nee, warte mal, du nimmst dann Schach. Ja, ein Zug noch, dann ist es vorbei. Ja, warte mal, ich muss mir vorstellen. Dann bist du da. Musst du mit dem Springer runterziehen? Ich kann mir gerade nicht in meinem Kopf vorstellen. Ja, siehst du, jetzt fängt es an. Sowas nennt man Horizont. Ne? Irgendwo hat jeder einen begrenzten Horizont. Und das ist für mich zum Beispiel eine lockere Übung. Aber natürlich für Anfänger oder die nicht lange dabei sind, die können sich das jetzt nicht vorstellen. Halt, ne? Ja, ich weiß, ich verliere manchmal den Punkt, wo ich bin. Ja, aber ich würde Dame hoch. Komm, machen wir mal. Ne? Ja, genau. Zieh mal Dame rein. Genau.
Warte mal, das dann war doch richtig, mit, ne? Zack, zack, zack. Ja, ja, genau. Dann zieht er mit dem Läufer rein, ja, um jetzt zu schützen. Dann ziehst du mit der Dame zurück. Ja. Dann ist wieder Schach. So, jetzt geht er dahin. Warte, jetzt ist der letzte Move. Jetzt ist einfach. Jetzt ist einfach. Jetzt ist einfach? Okay, warte, lass mich mal überlegen. Ach, mein Gott, ja, siehst du, oh, ja, klar, auf die andere Seite vom Springer. Ja, der Springer macht ja zwei, diese, genau, direkt vor dem König kannst du den. Der, ja, ja, klar. Genau, ja. Das konnte ich nicht, guck mal, das war der Move, den ich nicht sehen konnte. Ja, aber das war schon sehr ordentlich, weil du hast die ersten 1, 2, 3, 4 Halbzüge konntest du schon visualisieren. Fast Großmeister. Absolut, absolut. Fast Mini-Großmeister. Absolut. Ich bin Mini-Meister, Mini-Gesicht. Mini-Mi. Hallo. Let's go. So, komm jetzt aber hier. Jetzt machen wir mal so ein bisschen Basic. Nee. Wieso machst du das jetzt? Warum nicht? Weil ich es kann. Aber warum? Okay. Dann, ja. So. Du musst mal eine Falle stellen. Das ist aber keine Falle. Was für eine Falle denn? So früh im Spiel einfach entwickeln, die Figur ins Spiel bringen. Was für eine Balle, Rosie Baby. Das sind so Fallen-Moves. Es gibt echt einige bei mir im Chat, die kennen dich. Das ist krass. Besser ist es, bevor ich ausraste. Gibt es irgendwelche Leute bei dir im Chat, die mich kennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, doch. Da schon viele haben geschrieben, ey, meinst du den Gorgos hier von The Big Greek und so? Okay. Ich so, komm, bevor ich ausraste. Die sollen alle online kommen, bevor lösch ich meine Nummer. Den Faden. Ich schwör's dir, die sollen alle deine Nummer löschen. Hab ich denen gesagt schon. Aber was mache ich denn? Den wollte ich gar nicht ziehen, ey. Oh. Ja. Willst du zurück? Nein. Nimm ruhig zurück. Hallo, nein, ey. Aha, jetzt machst du auf Ehrenfilm. Nein, ich nehme nicht zurück. Ehrenhaft. Ich bin absoluter Ehrenmann. Das, nee, das ist so schnell gezogen. Ich bin auch ein super Verlierer, frag meinen Chat. Ja, ich glaube das. 3 Sekunden habe ich nur noch. Ruth, das schaffst du. Ja, ich hoffe. Warte. Mann, ich überlege, ob ich eine Opferung machen soll, weil bei 3 Sekunden kann ich eine Opferung auf jeden Fall schaffen. Eine Opferung. Ja, Opfermann Lamm. Ich überlege gerade, bin ich ein Opfer hier? Vielleicht sind deine Götter dir holt. Nee, warte. Aber ich glaube, heute wird Sparta siegreich sein gegenüber den Persern. Ja, abwarten. Ne? So, abwarten. Warten wir es mal ab. Jetzt habe ich auch mal was gesehen hier. Ich depp. Was mache ich denn? GG. Nein! Smart. Wie kann das denn? Woher? Warte mal, da. Oh nein. Ja, ich muss sagen, das Witzige ist, man nimmt den Bauern immer nicht ernst, aber der ist der Killer hier. Ja, klar. Diese beiden. Die kleinen Soldaten sind super viel wert, natürlich. Nein, Alter. 2 Sekunden. Ich hätte das schaffen können. Du hättest schaffen können, ja. War knapp. War ein knappes Ding. Okay, Mann. Ey, scheiße, ey. Was denn? Na gut, ich hätte gedacht, ich mache einmal. Was heißt denn? GG heißt Good Game. Good Game. Witzig. Ich sage nee, ich sag Gamer. GG. GG get D'Agostino oder was? Ja, Mann. Ey, geil. Ey, Georgios. George. Rusi. Vielen Dank, Alter, für deine Zeit. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Lustiger Stream. War mir echt eine Ehre, Alter. Dito. Ich werde auf jeden Fall ein paar Übungen machen und dann werden wir das bald wiederholen. Ist das klar? Gerne. Bleib in Kontakt. Spar Geld. Hallo, Fede. Nein, aber ich werde auf jeden Fall mal, lass uns mal versuchen, ich weiß zwar nicht wie, müssen wir mal telefonieren, du musst mir da mal helfen, wie man so etwas organisieren könnte online, so ein Turnier. Ich weiß du nicht, musst nur die Leute rankarren. Du musst nur die Leute rankarren. Okay, ich check das. Das sprechen wir noch ab. Den Rest machen wir. Bombe, super. Haben wir ja schon gemacht, okay. Haben wir ja schon gemacht auch. Ja? Ja, so Charity-Aktion, Turnier, ne, mit Viva Con Agua. Falls ihr das was sagt, Viva Con Agua, so eine ja, aus NGO. Hamburg, klar, genau. Mit denen haben wir Charity-Turniere schon gemacht, 3, 4 Stück hier. Die haben die Spieler rangekarrt und wir haben das Format gemacht. Alles über Leeches, ne? Alles über Leeches und ist eigentlich ziemlich einfach. Ne? Okay, mega gut, Alter. Ja, warum nicht? Nächstes Mal, ja, sag Bescheid. Wenn ich was tun kann für so eine Charity-Aktion, das promoten oder mitspielen, sagt Bescheid. Ansonsten versuche ich jetzt mal ein paar Leute zusammenzukriegen, dann machen wir mal was Lustiges zusammen. Gerne, hört sich cool an. Was wir machen wollten, ist ein Dart-Turnier, weil Darten so lustig ist und das ist auch so mega einsteigerfreundlich. Das so, stimmt. Kann ja, ja.
Ja, da würde ich dich auch gerne mal einladen, wenn wir das hinkriegen. Wir sind gerade am gucken, wo wir das machen. Dann komm mal vorbei, zeig mal deine Schachskills auf dem Dartfeld. Ja, ich bin gar nicht so schlecht im Darten, aber macht Echt? Spaß, macht Spaß. Scheiße, was bist du eigentlich nicht gut, Ich bin Alter? Ich allem gut. verliere nur. Im Basketball bin ich auch ganz gut, Scheiße, im Basketball bin ich auch gut. ja. Ja, ich hab lange Basketball gespielt. Verfolgst du gerade die Dings? Total, Verfolgst du gerade NBA? jeden Morgen NBA, jeden Morgen. Erstmal, ja, Nein! sicher. Hey, Alter, scheiße, ich Total, auch. jeden Morgen Was hat erstmal. Lakers gestern gemacht, oder was? Ja, du merkst halt direkt, ohne Davis, ne, ohne einen Superstar, und LeBron scheint auch nicht so fit zu sein, ne, irgendwie. Nein, der ist nicht fit. Der ist nicht fit, ne? Der ist nicht fit, aber alleine ist schwer. LeBron muss alles Schafft, alleine nein, machen. schafft er nicht. Haben sie ja vor 2 Jahren auch nicht geschafft. Das zeigt immer wieder, egal wie gut du bist, Genau. ohne ein Scottie Pippen, du brauchst ein Scottie, du brauchst ein, du kennst das Ding, ein Michael hätte das auch alles nicht alleine geschafft. Supporting Du brauchst Cast brauchst du auf jeden Fall. Alleine geht's nicht. Die Wasserträger, genau, du brauchst die Leute, die die Fouls auf sich nehmen, alles. Ja, Mann, Ja. ey, geil, Alter, Mann, Ja, auf mit dir jeden kann ich ja Fall. 3 Stunden reden über jedes Thema. Ja, alleine die ganzen Pott-Themen natürlich, ne? Wir kommen ja beide aus dem Ruhrpott natürlich auch, ne? Sag, du bist Bochumer, ne? Komplett Bochumer? In Hagen geboren. Ah, Hagen, ja, Ja, und dann hast du das ist richtig Hut, ne? Hagen ist richtig Hut. Und ja. dann Bochum studiert, genau. Dortmund. Aber wo lebst du denn jetzt aber? Hamburg. Warum denn? Verräter. Verräter, sagt er. Ein Hamburger würde auch niemals in den Pott ziehen. Das geht nicht. Was weiß ich, es kann viele Gründe geben, ne? Also, es war bei mir beruflich halt irgendwann. Vor Ist 10 Jahren da oder so. so. Ja, du hast ja gesagt, du warst als Journalist unterwegs auf Schachturnieren, ne? Auch, Oder? ja, genau, auch. Genau. Auch. Ah, okay. Hamburg, Genau. Alter. Bombe. Ja, Mann, mega Du gut. bist in Vielen, vielen Essen, Dank ne? für deine Zeit. Ich bin in Berlin und in Essen, genau. Jetzt Okay. gerade bin ich in Berlin. Alles klar. Okay, Rusi, Mein schönen Lieber. Abend noch. Viel Vielen Dank. Spaß noch mit deinen Leuten. Dir auch. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüssi.